Hey Leutchens und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Chris, wir spielen Biomutant und sind gespannt, wie es wird. Ich habe das Gefühl, zumindest das Cover, schon seit Jahren im Blick, aber mehr nicht verfolgt und kam gerade raus. So aktuell und dachte ich mir, wir können es ja mal spielen und sind gespannt, wie es weitergeht, beziehungsweise wie es so abläuft. Ja, wollen die Welt retten. Als kleiner, was sind wir eigentlich? Sagen Waschbär. Ja, bin gespannt, wie es läuft. Dauert ein bisschen. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Können wir noch mal durchatmen. Ganz entspannt. Das ist schön, dass so die, ich nenne es mal Lichter, so in der Ferne funkeln. Vergeht ein bisschen die Zeit. So ein nur schwarzer Bildschirm wäre ein bisschen langweiliger. Okay. Speichert automatisch, wenn wir das sehen. Ja. Ist da ein Bild? Muss ich kurz. Ah, das ist da. Machen wir das. 79 und grün. Ungerade Zahl. Na, du kleiner Hüpfer. Weg ist er. Sind das wir? Okay, das Rotlicht stört ein bisschen. Die anderen roten Lichter machen es auch nicht besser. Okay, wir wählen eine Sprache und Deutsch habe ich nicht. Ganz gut. Besser als bei den anderen. Deswegen ist Deutsch eine gute Wahl. Oh, was für ein schicker Himmel. Wie kann etwas so Wunderschönes sterben? Eine Plage vernichtet das Land, aber der Baum des Lebens steht noch. Fragt sich nur, wie lange noch? Das Ende kommt in die neue Welt. Die Stämme sind gespalten. Sie brauchen jemanden, der stark genug ist, sie zu einen oder alle zu unterwerfen. Dies ist eine Geschichte mit einem ungewöhnlichen Anfang. Daher wird das Ende auch ungewöhnlich sein. Okay, kennen wir so jemanden? Ich denke, man sagt alle ja. Und wir heben gemeinsam die Hand. Willkommen bei Biomutant. Ja, machen wir ein neues Spiel. Wir lassen das Ganze auf mittelschwer. Und sind gespannt. Okay, das sind wir. Und wir halten fest, wir sehen nicht ganz so cool aus wie der von gerade eben. Studiere deine Aber das DNA. machen wir noch. Okay, DNA, wir.
So. Was ist ja nicht so hoch? Was haben wir hier? Und das so, das habe ich schon mal ein bisschen gesehen und hatte überlegt, dann nach Aussehen zu gehen, aber jetzt haben wir doch ein bisschen was darüber gelesen und da können wir uns mal so ein bisschen die Eigenschaften durchlesen und das so verinnerlichen und überlegen, wie ich mir denn da nehmen möchte. Okay. Ich fand den ganz interessant und jene flink und wendig sind wir das aber. Ach. Sieht ja auch ganz knuffig aus. Machen wir weiter. Definiere deine so. Genetische Struktur. Okay. Vital. Charisma. Hat ruhig wie immer total. Total schwer. Meistens entscheide ich mich dafür auf. Also ist es eigentlich von was wir am Anfang gewählt haben? Egal. Machen wir was Wendemäßiges. Ich werde dafür. Guck mal, was es noch so gibt. Das ist so stärker. Noch stärker. Finde ich an sich ganz. Oh, sieht sehr putzig aus. Irgendwie mag ich den. Ich nehme den knuffigen Kerl. Wähle eine genetische Widerstandskraft. So, ich mag nicht Kälte, ich mag nicht Hitze. Radioaktivität ist auch nicht so mein, auch nicht so meins. Und machen wir ein bisschen von jedem, aber ein bisschen von jedem ist auch kacke. Wobei, das ist nur 25%. Vielleicht doch ein bisschen von jedem oder das sagen eins ein Tick mehr und ein anderes ein bisschen weniger, aber was war mit ein bisschen mehr? Ich glaube, jetzt haben wir über 6%, aber ist das klug? Um den anderen dann zu widerstehen, gibt es dann noch Mods, die wir dann einsetzen können und damit wir auch dahin können. Also ist jetzt nicht so wichtig, wäre schon cool, aber ich weiß nicht, wie die nächsten Schritte ausgehen, um das zu klären. Von daher, ich denke mal, die sind alle kacke, wenn du das so machst. Wir machen noch mal auf zufällig und gelb. Ich nehme jetzt mal diese. Wähle deinen ja. Fellstil. Okay. Da kriegen wir mal die gleiche Farbe hin, dann wäre das cool. Ansonsten ist es, glaube ich, auch scheißegal. Nee. Das hier unten fand ich schon ganz fetzig. Das so mit den roten Ohren hat auch was. Was haben wir noch was? Wollen wir sowas hier nehmen? Sowas. Ach komm, wir nehmen sowas.
Bestimme deine Hauptfarbe. Hauptfarbe? Wir nehmen? Nehme das. Aber dann fällt das andere nicht so auf. Ich weiß es nicht. Also weiß es so langweilig. Deswegen. Lieder hat doch was. Wähle deine Detailfarbe. Okay, jetzt übertreiben wir es nicht. Ich mach mal so ein bisschen zufällig. Um mal zu sehen, was so rauskommt. Vielleicht bleiben wir irgendwo hängen und... Grün? Merkt das, weiß ich so meins. Blau. Ich mag das vielleicht so ein bisschen neutraler halten. Und wähle eine Klasse. Okay. Als Scharfschützen in anderen Spielen bin ich komplett talentfrei. Söldner. Ah. Cool. Scharfschütze. Komisch. Kommando. Psi-free. Oh, das hat ja was. Saboteur. Halt. Oh. Psi-free. So, das habe ich. Ach, da unten steht ja auch was. Habe ich komplett verpeilt. Kommando. Scharfschütze. Söldner. Kommando. So. Oh, das dauert schon lange. Ich wollte es eigentlich nur kurz starten. Aber da verfeile ich mich immer ein bisschen. Also, ja. Nicht meins. Nicht meins. So besser. Saboteur. So. Die sind fast so groß wie der. Knuffig. Wächter. Oh. Subsea-free. Ich bin für der. Oder bin für den. Seafreak ausgewählt. Mhm. Und ja. Gute Wahl. So, beweg dich nach vorn. Ja, S, das hatte ich schon mal so mitgenommen. Umsehen mit RS. Hier ist jemand mit einer schwierigen Vergangenheit im Zentrum einer laufenden Geschichte stehend. Du stehst bereits an einer Kreuzung. Zu leben heißt, dem Leben eine Richtung zu geben. Wer keine Entscheidungen trifft, kann genauso gut aufhören. Okay, wir gehen rechts, wir gehen links. Doch du stehst nicht nur an einer Kreuzung, sondern auch vor einer Wahl, dem Abbild deines Ki, der Urenergie, die alles durchfließt. Ich bin hellblau, steht für Freiheit und Loyalität. Das finde ich cool. Dunkelrot, wie Stärke und Kraft. Darf ich mich vorstellen? Ich bin das Licht, deine helle Seite. Deine innere Stimme, um genau zu sein. Ein Echo des Gleichgewichts und der Konsequenzen deiner Taten auf deinem Weg. Okay. Wir gucken mal in die andere Richtung, wer da so chillt. Das Licht brauchen nur die, die nicht sehen können, was sich direkt vor ihrer Nase befindet. Nur wenn man immer zuerst an sich denkt, kann man Dinge erreichen. Okay. Dieser Sinneswandel überrascht mich. Ich finde ja, dass man anderen helfen und sich selbst hinten anstellen sollte. Doch der dunklen Seite zu helfen gehört nicht dazu.
kann ich wählen? Du kannst nicht verleumden, wer du wirklich bist. In unseren Adern fließt offensichtlich das gleiche Blut. Ah, du wolltest uns hier im Dunkeln lassen, aber du weißt, dass blaues Blut durch unsere Adern fließt. Wir tragen Verantwortung. Man kann sich nicht der Wahrheit widersetzen. Okay. Rechts ist immer das Rechte. Lass ich jetzt mal so stehen. Hallo? Geschichten von Tod und den zurückgelassenen Toten. Eine Mahnung, dass man der Gejagte und der Gnade der Natur ausgeliefert ist. Was mich jetzt interessiert hätte, oder interessiert immer noch, linker Weg, führt er dahin? Wahrscheinlich. Erinnerst du dich an die Bestie, die deine Familie zerstört hat? Oder hast du dich entschieden, sie zu vergessen? Du hast dieser Welt den Rücken gekehrt und dich in deiner eigenen verirrt. Unterdessen ist der Jäger nur noch stärker geworden. Uff. Okay. Hui. Wo ist er denn? Oh. Und ich merke mir das alles. Halt. Achso, muss man parieren. Pariere ich jetzt? Nein. Ah, cool. Habe ich den auch getroffen? Wir haben A und zu X. Machen wir es mit der Hand. Warum haben wir das dann vorhin gesehen? Dies ist weder die Zeit noch der Ort für dein Ende. Da brauchst du aber auch, wenn du mit solchen Dingen rumschmeißt. Ich glaube, so mit den Fähigkeiten und Tasten da werde ich mich das ein oder andere Mal verdrücken. Speichert gerade. Dieses Mal war es am besten, wegzulaufen und den Kampf an einem anderen Tag auszufechten. Hoffentlich bist du bereit, wenn dieser Tag kommt. Ach so. Gab's die dort schon immer? Oder haben da früher mal Menschen gelebt und wir waren einfach mal... Der Olver ist nicht die einzige Bedrohung. Mit Beginn der Endtage begann die Tierwelt zu mutieren und der Baum des Lebens begann zu sterben. Okay. Aha. Hab die vorhin die ganze Zeit RB gedrückt und hab mich gefragt, was passiert ist. Hat nichts. Ist nichts passiert. Jetzt diese Taste. Ah, okay.
das Ratten? Wie putzig sind wir denn, bitteschön? Wow, wow, wow! Komm, stirb! Halt! Hat der irgendwas? Also irgendwas, dass der jetzt weg ist? Was haben wir denn noch? B? Ja, cool. Okay, weiter geht's. Wollte da oben hinschießen, aber die sind gerade alle rausgesprungen. Wir können auch rennen. Da guckt einer an, nur. Nix. Tür. Oh, Kiste. Drinne? Dran? Noch eine Kiste, das ist dann ein bisschen Energie. Okay. Dann möchte ich mal hier in die Tür gucken. Ist ja schon gelohnt, den kleinen Umweg zu nehmen. Nicht abrutschen. Hallo, kleiner Kerl. Der Ölschlamm ist überall. Für die meisten bedeutet er den sicheren Tod. Doch manche konnten sich an die neue Umgebung anpassen. Die Evolution fand ihren eigenen Weg. Uah! Das ist ein großer. Schocki Schock! Uah, Hilfe! Das. Sehr gut. Liegt noch einer rum? Hier liegt noch einer. Hat der was? Nein, aber hier ist was. Wobei das ist nicht gut gewesen, glaube ich, oder? Doch. Oh. Autsch. Jetzt gehen wir kurz ein Stückchen weg. Muss ja nicht sein, dass ich das abkriege, oder wir. Wieso schieße ich jetzt nicht? Wow. Dein Team ist alle. Ich
weg. Sehr gut. Langsam wird es. Warum? Sehr schön. Hab mich teilweise ein bisschen angestellt. Okay, aber geschafft. Alles so mitnehmen. Hier, nie das. Nicht gut. Ich bin gespannt, wie es wird. Bis jetzt mag ich es. Ja, mal sehen, ob ich es auch noch in vielen, vielen ja, Stunden immer noch genauso mag oder dann doch nicht mehr so. Wir finden raus gemeinsam. Okay, da will springen? Ja, da hoch. Da reicht's nicht. Wie knuffig der ausschaut. Oh, der nicht. Nimm das. Nein. Ist er nicht tot? Das war ein guter Sprung für Zeitlupe. Kann ich die mitnehmen? Nee. Aber der hat irgendwas dabei. Das nehme ich mit. Ansonsten gucken wir weiter, wo uns die Tür hinführt. Schau mal. Oh. Ein Notfallkoffer aus der alten Zeit. Ein seltener Anblick. Ah, dann kann ich schnell Waffen wechseln. Okay. So, wir wollen. Wo wollen wir hin? Achso, das hier aufbrechen? Wahrscheinlich. Okay. Brauchten wir nicht. Das Rohr sieht instabil aus. Das Kralleisen dürfte sich hier nützlich machen. Ah, wollte gerade fragen, für was wir das brauchen. Wow. Oh, der folgt uns. Höchste Zeit, einen Weg hier rauszufinden. Echt jetzt, ich mein's ernst. Bin ich ganz seiner Meinung. Halt. Wasser ist kacke. Ah, das müsste doof. Was ist das? Die Morgs erzeugen in ihren Multiorganen Biomaterie, die sie unter Stress abstoßen. Wenn sie absorbiert wird,
beeinflussen diese Klumpen auf zellularer Ebene die kodogenen Stränge jedes Lebewesens, dich eingeschlossen. Oh, Hilfe, kurz weg. Ich denke, wir springen da so runter wie irgendein krasser Held. Oh, Hilfe, 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 es sind zwei und wie komme ich weg? Hey, ich schieße auf dich. Willst du dich veralbern? Bist du unsterblich? Oh, das fetzt. Uah! Ich dachte gerade, er hat voll viel Schaden gemacht, aber das ging. Als es eigentlich war. Oh, was ist das denn? Sonst hat er nichts. Das ist giftig und schadet uns. Ja, haben wir einiges zu tun. Ist ja doch ganz wild, die Karte. Und dann das nächste Mal. Und ja, mal sehen wir uns dann. Ja, was wir dann nehmen. Achso, muss ich jetzt entscheiden. Was nehmen wir denn? Ich nehme ein bisschen Vitalität. Zäh wie Leder. Cool. Ja. Wir machen ein bisschen Fernkampf. Schusswaffe. Das haben wir fern. Unbewaffnet. Oh Gottes Willen. Darf ich mir merken. Blau, X und dann schießen. So, aber das auch. Noch was? Nö. Okay, finden wir dann später raus. Einmal interagieren. Und nochmal. Nix, deswegen können wir gerne gleich weiter. Um sich selbst vor dem drohenden Untergang zu retten, baute Toxanol sogenannte Archen.
Aber war es bereits zu spät? Nur aus dem Logbuch einer einzelnen zurückgelassenen Arche wird deutlich, dass andere Archen durch die Luft und noch weiter reisten. Die, die zuvor hier lebten, haben wohl nie die Hoffnung verloren, eine neue Heimat für ihre Art zu finden. Ob wir es hier im Spiel geschafft haben? Ob es da besser wird? Oh. Ja. Nur noch ein paar Versuche. Mach bloß nichts falsch. Es gibt nur wenige Aufzeichnungen über die Ereignisse, die vor Äonen zur großen Apokalypse führten. Doch es ist offensichtlich, dass die Welt für das rücksichtslose Vorgehen der Toxanol Corporation nicht gewappnet war. Ihr Abbau seltener Erze und die Atomindustrie erzeugten Unmengen von Abfall, den sie ohne Rücksicht auf die Zukunft auf Deponien abluden, bis ihnen der Platz ausging. Und dann begingen sie einen gewaltigen Fehler. Sie luden den Giftmüll direkt ins Nass an der Küste ab und verließen sich darauf, dass er sinken und mit der Zeit verwittern würde. Und sie hatten recht. Doch auf die Folgen war niemand vorbereitet. Die Strahlung im Nass wirkte sich auf die Gene der Lebewesen aus und sorgte für bizarre Mutationen bei ihren Nachkommen. Die Auswirkungen auf die Artenvielfalt und das gesamte Ökosystem waren unvorstellbar. Die Natur schlug zurück und die Welt, wie sie sie kannten, brach zusammen. Sie sollte nie wieder dieselbe sein. Und was davon übrig blieb, wurde zur Heimat ihrer Nachkommen. So, noch was? Nee, also weiter. Das Penggeräusch von funkensprühendem Metall bedeutet nie etwas. Es kommt von hinter dieser Tür. Ein Warnzeichen. Dieser Kasten scheint ordentlich Gehirnschmalz zu verlangen. Es braucht ein wenig Knobelei, um die Tür kurz zu schließen. So, okay, wir... Na bitte. Ordentlich Gehirnschmalz. Ordentlich Gehirnschmalz, so. Oh, wer bist du denn? Der Rollende ist zahlenmäßig unterlegen. Du solltest ihm besser helfen. So. Oh, hältst das? Halt, 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 ausweichen. Kannst du bestimmt super kombinieren. Ja, gleich zwei auf einen Schlag. Halt, da liegt was. Das hat sich gelohnt. Das war der letzte. Rede mit dem Rollenden, bevor die Verstärkung eintrifft. Haben die noch was? Aber eigentlich steht nirgends. Doch hier.
die jetzt drinne? Er möchte dir danken, dass du ihn beim Kampf gegen die Plünderer unterstützt hast. Er klingt vertraut. Du weißt nur nicht, wieso. Er stellt sich als steinalt vor. Er weiß, dass er schon lange fällig ist. Doch noch gibt er nicht auf. Dass du ihn nicht erkennst, wundert ihn nicht. Damals, in jener schicksalhaften Nacht, warst du noch ein Kindling. Es kursieren Gerüchte über eine einäugige Kämpferseele jenseits des großen Walls. Und er freut sich, dass sie wohl wahr sind. Die Legende des ausgestoßenen, einäugigen Kindlings ist gleichermaßen alt und traurig. Das Kindling hätte jedes sein können. Doch das Böse, vor dem es geflohen war, hatte ein Mal hinterlassen. Eine Narbe im Gesicht, um an das Geschehene zu erinnern. Ja. Unter dieser Augenklappe verbirgst du eine Narbe, nicht wahr? Doch er hätte dich auch so erkannt. Du kommst ganz nach deiner Mamu. Du bist das Kindling, kein Zweifel. Und was Lupalupin deinem Dorf angetan hat, deiner Mamu und deinem Papu, war der Anfang vom Ende. Komm, Weep, Auketo. Er sagt, es habe lange gedauert, bis du die Vergangenheit bewältigt hast und wieder zurückgekehrt bist. Doch er ist dankbar dafür. Nach dem Überfall zerbrach die Einigkeit. Als Folge der Verderbnis, die über das Land hereinbrach, entzweiten sich die Schüler deiner Mamu und gründeten eigene Stämme. Das bevorstehende Unheil durch die Weltenfresser, die drohen, den Baum des Lebens zu fällen, war nie größer. Und der Yagni-Stamm bereitet ihm ebenfalls Sorgen, denn dieser will die Welt säubern und ihren Untergang herbeiführen. Ohne den Baum des Lebens hätte niemand überlebt. Er hofft, dass du dich zumindest an den Baum erinnerst. Okay. An dieser Stelle machen wir erstmal Schluss und wir gucken jetzt nächstes Mal weiter. Ich bedanke mich für euch fürs Zusehen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, dann dürft ihr es gerne zeigen, indem ihr es kommentiert, abonniert, ein paar Däumchen da lasst und das nächste Mal wieder einschaltet. In diesem Sinne, vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal, Chris.